Zeit ist Fisch. Auf den Plätzen fertig los. Ja. Ein wunderschöner Fisch. Oh, ist der dick. Guck mal, wie dick der Bauch ist. Die Punkte, die brauchen wir. That's the game changer. Number one. Don't forget that Swedish anglers are the best. Der YouTube Predator Cup 2019 wird präsentiert von Casio ProTrack, Shimano und Nice. Daniel Andriani, der als Vertreter des Gastgeberkanals hechtundbarsch.de am YouTube Predator Cup teilnimmt, kommt aus Bulawayo im südafrikanischen Simbabwe. Der Wahlberliner hat als Lieblingsgewässer den Lago Azul auf den Azoren angegeben. Sein Lieblingszielfisch ist der Largemouth Bass. Seine favorisierte Angeltechnik das Finesse-Angeln. Daniels bester Fang war ein Thunfisch mit mehr als einem Meter Länge. Im Vorjahr konnte Daniel sich bis ins Halbfinale durchkämpfen, wo er gegen den Schweden Tobias Ekwall ausschied. Sein Lieblingsgegner für 2019 wäre Kumpel Luis Mendez, gegen den er in anderen Sendungen schon häufiger antreten durfte. Daniels Gegner im Achtelfinale ist Savage Gear Teamangler Christian Wienecke. Der Hamburger fischt sehr gerne in den Boddengewässern um Rügen. Sein Lieblingszielfisch ist der Hecht, den er vorzugsweise mit geworfenen Big Baits beangelt. Als besten Fang seiner Karriere nennt Christian einen 99er Zander. Christian ist dieses Jahr zum ersten Mal im Turnier dabei. Sein Lieblingsgegner in dieser Staffel wäre im Falle des Weiterkommens Enrico Di Ventura. Wer sich für das Tackle interessiert, das die beiden Angler heute fischen, kann alle Rute-Rolle-Kombinationen unten in der Videobeschreibung finden. Einen wunderschönen guten Morgen. Eine neue Folge vom YouTube Predator Cup läuft heute an. Heute habe ich wieder zwei richtig gute Angler, denen ich über die Schulter schauen darf. Und zwar wird der liebe Daniel von Hecht und Barsch heute gegen Christian Wienecke fischen. Die erste Spotwahl hat der Christian. Christian, wo sind wir hier und warum sind wir hier? Wir sind hier in Willemswerthafen am Hollands Deep und wir werden nachher im Hollands Deep Haringsfleet fischen. Ja, großes Gewässer mit viel Potenzial für schöne dicke Fische. Und da hoffentlich fangen wir auch welche von. Wer, wenn nicht? Wir werden sehen. Bist du einverstanden mit seiner ersten Spot? Ich bin total einverstanden. Bin heiß und freue mich auf den Battle heute. Willst du gar nicht weiter quatschen? Nicht so viel. Okay, dann legen wir direkt los. Bis gleich. Die beiden Angler haben nun insgesamt 6 Stunden Netto-Angelzeit, um 5 möglichst große Wertungsfische zu fangen. Maßige Barsche, Hechte und Zander, die regulär mit Kunstködern gefangen werden, bringen Punkte. Dabei wird die Gesamtlänge von Barschen in Zentimeter mal 2, die von Zandern mal 1,3 und die von Hechten mal 1 multipliziert. Wem es gelingt, 2 maßige Zielfischarten zu fangen, bekommt 10 Extrapunkte. Für die 3. Zielfischart gibt es nochmal 20 Punkte dazu. Also insgesamt 30 Extrapunkte für einen Hattrick. So, ihr Lieben, und ihr könnt schon mal einen kleinen Tipp angeben. Wer, denkt ihr, wird dieses Rennen machen? Daniel oder Christian? Schreibt es unten in die Kommentare, wir sind gespannt. So, alle auf Position. Bereitet euch vor und dann geht die brutale Schlacht los. Here we go. Was macht ihr da? Was wählt ihr hier? Was nimmst du zuerst? Mein Hearing Shit. Oh, Daniel, er macht auf Hecht und du guckst hier bei deinem Barschgedöns rum. Ich versuch erstmal auf Zander. Ja,
So. Der Daniel packt jetzt hier wie wild irre viele Köder raus. Was? Die sind quasi die Köder, die ich den ganzen Tag benutzen würde. Okay. Also eigentlich kann man sich schon eine andere 8 Kisten sparen. Tatsächlich, weil ich denke, ich würde nur diese Köder hier benutzen, die hier liegen. Ja. Aber man weiß ja nie, deswegen hat man 8 Kisten mit dabei. Ich glaube eher, du willst einfach nur Unordnung machen. Das ist auch so eine kleine Taktik immer von mir grundsätzlich, ein bisschen Unordnung aufs Boot zu bringen. Weil ich glaube, der Christian mag das nicht so Unordnung genau, auf seinem genau. Boot. Ich denke, er wird tatsächlich ein bisschen nervös, wenn er sieht die ganze Unordnung auf seinem Boot. Ich versuche alles zu tun, um ein bisschen ihm aus der Ruhe zu bringen. Ich montiere nur meinen Köder und dann bin ich ready zum Starten. Chris meinte, er startet bei Hecht, also ich bereite auch einen Hecht-Köder vor. Aber von einer Minute hast du noch gesagt Barsch. Ja, ne, ich bereite einfach eine vor, falls ich den Wechsel kann, ganz schnell auf Hecht, falls es nötig ist. Aber ich starte schon mit Barsch-Zander. Also hier an der Stelle, wo wir sind, gibt es auf jeden Fall alle Dreifischarten. Man kann Hecht, Barsch und Zander hier fangen. Und ich würde auf jeden Fall erstmal mit der Barsch-Zander starten. Ich starte mit der Köder da, ein ganz kleiner. Ich kann wirklich alles deswegen nehmen. Aber ich bin auch ready, dann schnell zu wechseln auf was Größeres, was es nötig sein sollte. So, seid ihr soweit? Jo. Dann startet das Battle jetzt. Viel Glück, Chris. Viel Erfolg. Yeah, viel Erfolg, aber nicht zu viel. So. Dann werde ich im Training einen schönen 90er Hecht und habe auch noch gesehen, wie vom Ufer 1,12 Meter gefangen wurde. Also hier das Potenzial für einen richtig großen Fisch. Und, oh, da kam hinterher! Verdammte Scheiße! Der kam hinterher, 80er Hecht. Warum hast du deinen Köder rausgezogen? Ah, ich habe zu spät gesehen, das Wasser ist so trüb, ne? Scheiße. Das hätte dir jetzt aber schon mal den sicheren... Ah, das wäre es ja gewesen, mit dem ersten Buch, so wie gestern. Okay, Daniel zückt ganz panisch und schnell seine Hechtrute. Na, das geht ja schon mal gut los. Erste Follower. Was ist, wenn es der einzige Fisch heute bleibt? Ja, schade. Gut, vom Nachläufer kann man sich auch noch nichts kaufen, ne? Ja, Daniel, der Hecht hat dich gesehen, ist abgehauen. Ja. Was ist passiert, Daniel? Erster Biss. Hat nicht gehangen. Nee, ich könnte mir vorstellen, war auch ein Hecht. Ja, erster Hechtbiss unten. Fische sind auf jeden Fall immerhin aktiv jetzt gerade. Eine Follower bei Chris, jetzt dein Biss. Jetzt muss er einfach richtig zuschnappen. Auch ein gutes Zeichen. Ja. Auf den riesen ja. Ködern? Das ist hier nichts Ungewöhnliches. Boah! Fisch ist da. Hör mal, das ist aber eine. Das ist der, den wir wollen. Der ist unterm Boot. War eigentlich klar, dass hier vorne muss ein großer Fisch stehen. Das ist einfach so. Das ist hin oder her, ob hier viele angeln, aber das ist ein Hotspot. Und von der Seite, wo wir jetzt sind, sind halt angeln nicht ganz so viele. Das ist wirklich ein schöner Spot. Wir sind hier bei den Bummel, da sind immer viele Angler hier auf der Buhnet, aber er hat recht, auf der anderen Seite von der Hafeneinfahrt kommen halt nur Boote hin. Deswegen ist der nicht ganz so hart beangelt wie eben den von dem Buhnenkopf.
Also den Hecht haben wir jetzt ein bisschen hart bearbeitet. Wir lassen ihn jetzt mal eine halbe Stunde oder Viertelstunde in Ruhe. Okay. Und vertikalen und gucken mal, ob jetzt die Zander vielleicht Bock haben. Okay. Das heißt, wir machen Spotwechsel? Nee, wir bleiben hier. Ah, direkt okay. Hier. Ja, Fisch ist da. Vertikal angeln oder pelagisch. Dann haben wir 2 Tage nicht richtig gefressen. Da muss irgendwann nochmal der Hebel umgelegt werden hier. Ja, ein Wettkampf, der schießt einen, der Adrenalin dreimal krasser rein. Da hängt er hart am Grund, ja. Oh Mann, da war der nächste. Gibt's doch gar nicht. Die liegen hier auf der Kante, siehst du sie? Mhm. Sehr schön sogar. Oh, da habe ich noch eine Idee für einen geilen Spot nachher. Jetzt so flach wie. Ich überlege. Vertikal. Unser Urklei. Bisschen andere Farbe hinten, weil ich habe es in Flavoring getan. Um ein bisschen extra Reiz zu geben. So, eine Stelle lieber. Wir fahren jetzt nochmal nach dem Hecht gucken. Ob wir den vielleicht jetzt nochmal kriegen, jetzt haben wir ja ein bisschen Ruhe gelassen. Also nochmal Hechtköder drauf. So, ihr habt noch 2 Stunden und 22 Minuten. Dein Gegner angelt schon und er schnappt sich jetzt den Hecht. Du musst dich beeilen. In der Ruhe liegt die Kraft. Okay. So. Emil wird jetzt gerade ready gemacht. Vielleicht wollen die Pikes eher ein kleiner Pike essen. Was? Dreck. Yes. Fisch an? Nee. Ach. Was tust du hier? Daniel, du darfst deinen Gegner nicht verarschen. Na, er verarscht mich auch. Ja. So, lass weiter. Weiter? Ja. Okay, also Spotwechsel, ich stopp die Zeit. Der Hecht. Ja, mega. Ein paar Aktionen gehabt. Also ein Hecht war da, haben wir gesehen im Wasser. Daniel hatte Biss, aber bis jetzt noch kein Fisch an Bord. Das war echt spannend, Mann. Kein Scheiß. Alle ready? Jo. Wird doch hin. Danke. Da ist sie nicht vergiftet, oder? Natürlich. Mann, ich weiß doch, dass du Schoko brauchst. Erster Stellenwechsel des Tages. Haben die beiden Angler am zweiten Spot mehr Erfolg? Zumindest lassen die Signale auf dem Echolot Christian auf den ersten Fang hoffen. Oh, wir haben Fisch, da ist Fisch. Hier und da. Was machst du jetzt? Ich mache mir jetzt noch eine andere Route fertig zum Werfen. Werfen auf Hecht? Zander. Fisch! Nein! Was ist los? Ah, ist in eine Steine gekommen. Abgerissen. Fahr! Nein! War ein guter Biss. Der war geil. Richtig geil. Nein, das gibt's doch gar nicht. Noch 1 Stunde und 51 Minuten. Macht dich das noch ein bisschen nervös? Ärgert mich. Erstmal ärgert mich das für den Fisch. Weil er hat jetzt endlich Glück und es wird das Ganze noch los. Aber das hätte jetzt Fisch sein können. Und der Biss war richtig nice. Ich habe einmal angekohlt und schon hing er drauf. Da war dein Riecher ja gar nicht so schlecht mit denen. Komm, wir angeln jetzt.
Aber du hast gesagt, wir angeln jetzt auf Zander. Ja, genau, und Zander, nur dass direkt in die Steine rennen. Reiß der ab, das gibt's doch gar nicht. Ich weiß. Der ist bitter. Für das Wohlbefinden wäre der jetzt richtig gut gewesen. Tut mir auch echt leid für dich. Ist das denn noch recht was? Yes! Ja, es ist drin. Yes! Hast du? Check! Bim. Schöner Zetti! So. Oh ja, dann 60. Oh. So, ich mach das Measureboard nass. Yes! Nice one, Chris. Bam, Mann. Sehr schön. Wie er sich hier reingehauen hat. Schön. Yes! Schönes, dickes Ding. Ich hier Murmel. Ja, vielleicht wird es knapp mit 60. Mal gucken, wie groß er ist. Halt vorne dran. Halt vorne dran und wir gucken mal. Da hinten hat er 65 cm. 65 cm, sehr gut. Petri, sehr schön. Hast du gut gemacht. Sehr, mein, sehr gut. Also das ist momentan wirklich mein absoluter Lieblingsköder, der Fat T-Tail. Und gerade an der Farbe hat er schöne Fische gebracht in letzter Zeit. Wie heißt denn die Farbe? Findet Nemo? Nee, die heißt Yellow Wet Flu. Okay. Also richtige krasse Flu-Farbe und bei der trüben Plurre auf alle Fälle genau das Richtige. Ob es die Köderwahl, die Technik oder das Glück des Tüchtigen war, ist zu diesem Zeitpunkt schwer zu sagen. Doch eins steht fest. Chris fängt den ersten Fisch des Tages und geht mit 84,5:0 in Führung. Du liegst hinten. So ist es. 65er Zetti, du hast es eventuell mitbekommen. So ist es. Ich habe es mitbekommen, tatsächlich. Guter Fisch, echt dicke Zander. Tag ist noch jung. Ja. Sag mal, kann immer noch sehr viel passieren. Und am Ende muss ich schauen, was ich mache. Und dann am Ende wird abgerechnet. Aber jetzt bist du noch Coolboy, oder? Also. Nicht Poolboy, sondern Coolboy. Erstmal noch Coolboy, ja. Schauen wir mal, ob man später zum Poolboy wird. Dranbleiben. Again. Daniel, guck dir an, wie es geht. Ich sehe schon. Seid ihr da? Du sagst ja gar nichts mehr, Christian. Ja, wenn er drin ist, dann sag ich dir was. Bim! Sehr gut, der zweite Zander, Daniel. Ah, auch wieder der Zander. So sieht Fisch aus. So ist es. Anderthalb Stunden sind schon vergangen. Der zweite Fisch für Christian. Oh, herrlich. Oh, der hat sich noch richtig schön reingehauen, also komplett weggehauen. Guck dir das an. Da guckt nicht mehr viel raus. Perfekt, dann kann sie aufnehmen.
67, ne? Noch hat man gesagt, 67 cm. Der macht seinen Schwanz. Perfekt. Petri! Yes! 2 cm noch mehr als der letzte. Oh, herrlich. Ich wusste, dass hier noch welche sind. Fettite. Gut gemacht! So, und jetzt? Was machst du jetzt? Weiter auf Zander? Wo läuft ja. Läuft ja. Selbe Stelle, selber Köder, selbe Technik. Und der nächste Zander. Chris macht hier auf jeden Fall etwas richtig. Sein Vorsprung beträgt nun 171,6 Punkte. Kann Daniel kontern oder geht auch der nächste Fisch aufs Konto des Hamburgers? Wahnsinn, oder? Jetzt liegt es aber hin. Noch so ein Ding? Ja. Alles schön eine Größe. Also. Letzte Wurf, aber. Krass. Krass, krass, krass. Ja. Du machst das echt nicht leicht. Fettite! Hier, komplett reingehauen. Rauf aufs Measureboard. Hier ist vorne. Warte, wir halten ihn. Nee, du musst noch ein Stückchen weiter nach hinten. So, und jetzt? 63 cm. Petri! Oh, und also eine schöne Größe, nicht ja. So eine kleine Zander, sondern eine richtig schöne Größe. So wünscht man sie sich. Damit bringst du deinen Gegner ganz schön zum Schwitzen. Ja, muss ich zugeben, wenn ich jetzt nicht gerne in Daniels Haut. Das ist seelische Grausamkeit. Wahnsinn. Chris hat einen richtigen Lauf und bringt den nächsten guten Zander an Bord. Sehr hartes Brot für Daniel, der an der zweiten Stelle noch überhaupt keinen Fischkontakt hatte. Es wird nicht leichter für den Afrikaner. So, jetzt wird mal Taktikwechsel angesagt, oder? Meinst du nicht? Willst du jetzt nicht mal Hecht probieren und Barsch? Reicht nicht, macht gerade Spaß. Okay. Ja, das Angeln, da schlägt das wahre Anglerherz. Aber vergiss nicht, du bist hier in der Competition. Deswegen will ich ja noch mehr fangen. Na, hau rin. Ja, Wahnsinn, oder? Zwei Wochen hintereinander. Richtig geil! Wahnsinn. Ja, aber scheinbar vertikal wollten sie nicht. Wir sind vertikal einmal rüber. Ja. Hat nicht funktioniert. So, und da hast du halt manchmal, dass die dann auf geworfene Köder besser reagieren. Weil die Richtung dann eine andere ist. Ja. Hampus? Jo. Da habe ich richtig schön gemerkt, wie einmal drüber gezogen wird. So habe ich ja den ersten verloren. Der ist dann direkt in diese scharfen Muschelkanten oder was nach unten ist. Und dann hat er mir dann die Schnur gesperrt. Fuck! Oh. Hebes? Ja. Der Köder hat sich ein Küsschen verdient. So, Christian fängt mit sehr, sehr UV-aktiv, fluoraktiv Köder. Deswegen tue ich jetzt Bloody Mary drauf. Ist natürlich für sehr trübes Wasser ganz gut geeignet. Hoffen, dass es funktioniert. Ich muss sagen, ich bin leicht zurückgeschlagen, sozusagen. Ich meine, es waren echt 30 Fische, die extrem schnell gekommen sind hintereinander. Frag mich ehrlich gesagt, wieso keiner bei mir gebissen hat. Natürlich fragt man sich das, wenn die andere Person direkt neben dir fängt 3 hintereinander. Aber Gott sei Dank gibt es immer noch genug Zeit.
Also man kann 5 Fische in die Wertung einbringen und es gibt genug Zeit, um die 5 Fische noch zu fangen. Aber langsam muss ich schon mein erstes schon fangen. Ich will auf jeden Fall eine Viertelstunde her. Okay, dann angeln wir jetzt hier noch eine Viertelstunde und dann können wir einen Spotwechsel machen. Ja? Okay, super. Die 15 Minuten wären dann jetzt um und Christian, kurz gesagt, 2/3 deiner Zeit sind jetzt vorbei. Eine Stunde noch neue Spots anzufahren. Ihr macht, hast noch gesagt, ihr macht einen letzten Wurf und dann gibt's Spotwechsel. Ah. Leute, echt nicht so einfach. Soll ich dir mal sagen, es ist immer nicht so einfach bei dir. Nicht so einfach, das muss man wirklich sagen. Shit. Aber, na komm. Ihr wisst, bei mir der Hoffnungssturm zuletzt. Ja. Und die habe ich noch. Ich meine, meine Spots kommen noch. Und da hoffe ich natürlich auch, meine Fische da zu fangen. Aber das war echt krass. Also war echt beeindruckend. Drei Fische in absolut kürzester Zeit. Das war eine sehr, sehr kurze Bissphase. Ja, vor allen Dingen, warum hast du nichts gefangen? Frage ich mich genau natürlich auch. Manchmal hat man ein bisschen, sage ich mal, Glück oder Pech. Und ich würde schon sagen, in dem Fall war das eher Pech. Aber noch nicht ist alles vorbei. Er darf sich nicht zu sicher fühlen. Wobei ich muss sagen, in deiner Position würde ich mich ziemlich sicher fühlen. Es fühlt sich zumindest sehr gut an. Das glaube ich. Weil besser als am Anfang. Das glaube ich sofort. Da drüben, da läuft eine Kante quer an dieser Insel lang. Mhm. Die ist normalerweise immer sehr, sehr, sehr gut für alles. Für Hecht, Barsch, Zander. Mhm. So, und das ist eigentlich so unser Lieblingsbereich. Der hat aber zugegebenermaßen, zumindest Dienstag habe ich nur einmal kurz probiert, da noch nichts gebracht. Aber weil viel Fisch heute auf 3 Meter zu sehen war, bin ich eigentlich optimistisch, dass da mal wieder was geben muss. Das ist normalerweise mit der beste Bereich hier. Das Schlimme ist, wenn man so viel Zeug hat. Warte, wenn du jetzt Daniel einen Köder aus deiner Kiste geben müsstest, um damit er da mit denen angelt, welcher wäre das? Das ist noch nicht die richtige Kiste. Aber vom Prinzip her alle. Nein, aber hier ist tatsächlich, ich suche einen kleinen Kennibel-Shit. Hättest du auch so einen besonderen Köder, den du deinem Gegner geben würdest, mit dem er den Rest des Tages angeln müsste? Ich hätte Angst, dass er tatsächlich zu gut fangen würde damit. Deswegen eigentlich nicht. Hast du denn keinen Schrottköder dabei? Nee, dieses Mal nicht. Alles aussortiert. Nur das Beste vom Besten. Okay. Weiter geht's. Setzt auf Hecht. Ja, ich meine, ich habe hier echt eine fette Wisp bekommen, Mann. Echt ärgerlich. Und ich habe einen Köder genommen, die in Holland eigentlich alles nehmen kann. Sogar der Barsche nimmt so eine Größe. Nur in Holland oder auch überall? Ich war bei uns in Berlin an der Spree. Allgemein gewöhnlich nicht mit solchen Ködern auf Barsch, muss man sagen. Der Barsche würde wegschwimmen im Angst. Solche Barsche freut man sich, wenn man so eine Größe fängt in der Spree. Aber in Holland ist was anderes. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, ich starte die Zeit und es geht jetzt weiter. Geht jetzt los? Alles klar, Mann. Stockfische zählen nicht. Leider nicht. Nee, leider nicht. Auch nicht als Beifang oder als Bonusfisch. Wir haben noch 3,5 Minuten Spielzeit. Angelzeit, vielleicht passiert ja noch was. Drei, zwei, eins und die Zeit ist vorbei. Bubu. So. So Leute, Halbzeit. Natürlich nicht optimal gelaufen für mich.
kann man wirklich nicht sagen. Und das Gute ist, ich habe echt einen ziemlich guten Spot. In den letzten Tagen war er zumindest gut. Ihr wisst, wie das ist beim Angel. Es kann natürlich heute alles wieder anders sein. Aber ich bin noch zuversichtlich. Also es ist auf jeden Fall nicht unmöglich, da den 5-Zander auf jeden Fall zu fangen und, sage ich mal, wieder auszugleichen. Weil ich gehe davon aus, er wird auf jeden Fall noch 2 Fische fangen. Und da gibt es auch die Chance für einen Barsch. Und ich glaube, das würde mich jetzt extrem helfen, so einen guten Barsch zu fangen. Halbzeit. Chris geht mit einem Vorsprung von 253,5 Punkten in die Pause und steht bereits mit einem Bein im Viertelfinale. Doch Daniel scheint sich noch nicht aufgegeben zu haben und glaubt noch an seine Chance. Du guckst gerne YouTube Predator Cup und möchtest uns bei unseren Videoprojekten unterstützen? Das ist ziemlich einfach. Jeder Einkauf im Hecht- und Barsch.de-Online-Shop, aber auch jeder gekaufte Leck-mich-am-Barsch-Artikel bei dir im örtlichen Angelladen, egal ob Drunkbait, Köfi oder Finessefilet, ist sehr wertvoller Support für uns. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung und jetzt viel Spaß beim weiteren Verlauf der Sendung. Nun also geht es in die zweite Halbzeit, in der Daniel vor einer wahren Mission Impossible steht. Sein erster Angelplatz ist die Stelle, an der Frédéric Julien und Erik Woosmann in ihrem Duell bereits sehr erfolgreich waren. Hallo, die zweite Halbzeit hat jetzt begonnen. So, jetzt bist du dran mit der Platzwahl und du hast dich entschieden, nicht vom Boot zu angeln, sondern vom Ufer aus. Wie kommt's? Genau, also ich weiß, im Training war sehr, sehr viele Fische, die hier rausgekommen sind. Es sind auch andere Teilnehmer von YouTube Predator Cup hier gewesen. Aha. Deswegen, ich denke, dass es gibt schon sehr gute Chancen hier, einen Fisch rauszuholen. Also die letzten Tage war sehr gut. Es gibt ein paar andere Angler jetzt hier. Ja. Da müssen wir einfach schauen, dass wir klarkommen damit. So, und wenn ich das richtig sehe, ist das auch wieder eine Transitzone. Das heißt, wir haben hier den Fluss. Und hier kommt ein kleiner Fluss rein und wird hier geschleust. Das heißt, hier hast du also immer bewegtes Wasser durch die Schleusung und so weiter. So ist es. Die Zander stehen dann auch hier, die bewegen sich genau hier durch. Ja, weil hier Futter vorbeikommt. Sehr, sehr, sehr gute Platzwahl. Ja, bin ich dafür. Was sagst du dazu? Ja, der Spot sieht auf alle Fälle sehr, sehr gut aus. Nämlich ein bisschen an Hamburg. Von daher bin ich gespannt. Ich habe mir das schon ein bisschen angeguckt, was die Jungs da drüben schon rausgeholt haben. Ja. Also hier ging schon einige Fische raus. Na, nicht schlecht. Und ich denke, hier könnte ein bisschen was gehen für uns. Alles klar, dann würde ich sagen, lasst uns nicht lange schnacken, sondern einfach die Ich bin sehr heiß, ich muss sagen, ich hab zu lange diese Pause Zeit gehabt, um alles zu überlegen. Ich bin sehr enttäuscht gerade und ich gebe jetzt alles in zweiter Halbzeit. Stimmt. Nochmal kurz Fazit, du hast 3 Zander vorgelegt. Du musst nachholen, ey. Mindestens 3 Zander und ein Barsch oder so. Mach was, ey. Ich gebe jetzt Sonst alles. Bist du raus. Ich gebe das wollen jetzt wir alles. Doch nicht. Alles klar. Los. Okay. Dann würde ich sagen, die Angelzeit startet jetzt. Alles Juhu. Klar. Guck mal, der hat einen. Der Beide, 2 haben einen. Die Chance, zumindest zahlenmäßig wieder aufzuholen, scheint da zu sein. Doch Chris hat in seiner ersten Halbzeit gleich 3 Ü60er Zander fangen können, die an diesem Spot sehr schwer zu toppen sein dürften. Fisch. Fischer. Leute. So, dein erster Fisch. Und der hat 55 cm. 55. Endlich mein erster Fisch. Richtig nice. Ich bin gut entschneidet zu sein. Ich brauche 4 mehr. Das
So, das tut gut für die mentale Einstellung, auf oder? Auf jeden Fall. Also, ich habe es nicht gesagt bis jetzt, aber das ganze Training bis jetzt war extrem schwierig für mich hier in Holland. Und ich hoffe jetzt, dass der Knoten geplatzt ist. Dass der Knoten geplatzt ist, sehr schön. Ich glaube, er ist sehr fest dran, noch hoffe ich für dich, für deinen Köder und die Fische. Ja, sehr gut. Endlich. Endlich bist du entschneidert. Nach 5 Minuten der erste Fisch für Daniel, ein Zander von 55 cm. Sehr gut. Kann so weitergehen. Nun also der erste Fisch für Daniel. Punktemäßig liegt er zwar noch weit hinten, doch dieser Fang ist natürlich enorm wichtig fürs Selbstvertrauen. In dir auf? Noch geht's. Noch liegst du vorne. So Leute, zweiter Fisch, ist nicht ganz so groß, aber er wird schon Maß haben. 54 cm. 54, alles klar. Petri, weiter geht's. Ja Mann, geil, weiter geht's. Boom. Na bitte. Fisch. Ah. Ab. So, wir angeln erst seit 15 Minuten. Daniel hat jetzt gerade seinen dritten Fischkontakt gehabt. Der schöpft jetzt Hoffnung. Der will aufholen. Der hat Kämpfergeist. Das ist richtig so. Und gut. Sehr schön. 15 Minuten erst. Was für ein Start für Daniel in die zweite Halbzeit. Während Chris sich mit Hängern herumplagt, kommt Daniel mit diesem Spot, an dem er vorher noch nie geangelt hat, sehr gut zurecht und fängt seinen zweiten Zander. Wieder keiner, der die Länge von Chris' Fischen erreicht, doch der Vorsprung schmilzt. Und wieder bist du am Knoten. Scheiße. Piep! Da! Ah. Hat auch Mühe. Das kostet Zeit. Aber dein Gegner ist auch am Basteln. Was jetzt? Kurze Köderwechsel. Warum? Nein, ich habe gerade einen Abriss gehabt. Ach so. Unter anderem. Dann montierst du ja neu und das ist kein Köderwechsel. Das stimmt. Streng gesehen. Bleibst du weiterhin über Grund jiggen und. Ja, ich habe gerade mit Krebse versucht, bis ich jetzt Hänge bekommen habe. Und jetzt würde ich, wieder kurz mal auf Gummifisch wechseln. Okay. Wie viel Gramm fischst du da? 21. So schwer? Ja. Ist die Strömung so hart? Nee, tatsächlich nicht. Hätte ich ein bisschen weniger, so 17 oder so würde ich das fischen. Aber du willst viel Fläche covern, oder?
Nee, ich finde kein 17 Gramm jetzt mal. Wenn ich ehrlich bin. Und 21 Gramm ist ja nearly the same. Ja. Vielleicht kannst du dir welche vom Christian klauen, heimlich. Vielleicht. Ich mach mal hier ein kleines Geheimnis mit auf. Oh. Oh, das riecht sehr stark nach Knoblauch. Oh ja. Vielleicht findet der Hänger das sogar so richtig lecker. Das kann gut sein. So. Sehr schön, sehr schön. Gut gemacht, du bist dran. Also 41 cm. Der darf wieder zurück. Egal, aber tut trotzdem gut. Also zählt leider nicht für Christian, aber es ist natürlich für den Kopf ist es gut. Auf Caipirinha Klaus habe ich jetzt gewechselt. Hat's auch geliefert. Richtig nice, mein dritter Zeti. Langsam komme ich ran. Und Christian. Warte, weiter runter. Der hatte die Schnauze noch nicht am Brett. Und dann hat der 56 cm. Okidoki. Sehr gut, Daniel. Sehr so. Gut. Geil und geil und geil. Come on, Mann. Ich habe noch eine Chance. Er hat noch eine Chance, ja. Ich rechne jetzt mal aus, wie du stehst. Alles klar. Chris' erster Fisch am zweiten Spot erfüllt das Mindestmaß knapp nicht. Daniels dritter dagegen wieder deutlich. Es scheint fast so, als hätte Petrus in der Halbzeit das Anglerglück neu ausgewürfelt. Chris liegt nach wie vor in Führung. Doch die Partie ist nun wieder völlig offen. Noch 2 Stunden und 11 Minuten und aktuell liegt der Chris mit einem kleinen Vorstand vorne. Aber nicht mehr viel. Ein Fisch kann alles ändern. Wo ist mein Glück hin? Gibt's ja wohl gar nicht. Nerven bewahren und weiterfischen. Ja. Nein! Bitter. Was hat er für eine Zeit? Scheiße. Warum
was wir dir jetzt ausstellen, gibt's doch gar nicht. Scheinbar hat mich mein Glück jetzt ganz schön verlassen. Ja, aber das endet sich Fisch zu klein, Aussteiger. Das kann sich schnell ändern, siehst du? Kriegst du einen besser. Das war Dreck. So, nächste Fisch und Klaus. So Leute, vierte Zander jetzt. Nachmittags läuft doch viel, viel besser für mich. Und 56 cm. Alles klar. 56. Ich denke, ich brauche einen fünften und ein paar größeren, weil ich glaube, Chris wird tatsächlich auch seinen fünften Zander alle fangen. Und mit dem Köder hat er ihn gefangen. Drunkbait, wa? So ist es. Ja. Unglaublich. Daniel fängt seinen vierten Zander in Folge und ist plötzlich in Führung. Doch wie er selbst schon gesagt hat, sein Vorsprung steht durch die Ü-60er von Chris aus Halbzeit 1 auf ganz wackeligen Beinen. Du hast die Führung übernommen. So schnell kann sich das ändern beim Angeln. Ich habe schon vorher angekündigt, dass es perfekt so. Ja, das ist richtig. Daniels erster Stellenwechsel ist ein sehr kurzer. Sie wechseln nur kurz die Uferseite. Warum macht er das? Es lief am alten Spot doch alles wie am Schnürchen. Mal sehen, wer auf der anderen Seite den ersten Fisch fangen kann. So Leute, es hat sich natürlich ein bisschen was gedreht. Aber ich bin realistisch, es ist klar, wir haben immer noch 2 Stunden. Chris wird bestimmt noch was fangen. Ich hoffe, dass ich natürlich schaffe, meinen Fisch voll zu machen. Ich brauche nur eine. Vielleicht fange ich an größere. Es gibt auch größere Zander her und es gibt auch Barsch. Also alles noch offen. So, meine Taktik zum Köder. Ich würde erstmal weiter angeln mit dem Kai Perinia Klaus. Das hat bis jetzt die letzten Fische alle gebracht hier. Also die letzten 2 Fische auf jeden Fall. Und ansonsten habe ich einen anderen grünen Köder, so mit sehr viel Fluor drin. Und ansonsten habe ich so einen länglichen von Chili Cheese, Monkey Lures auf Barsch. Also ich würde ein bisschen durchmischen. Wie geht's dir jetzt? Schreibst du dem Fischgott, dass er dir ein bisschen ein paar Fische bringen soll? Er soll mir mein Glück zurückschicken, weil heute Morgen so gut lief, läuft jetzt momentan gerade überhaupt nicht mehr. Ja, aber es hat ja nicht zu heißen, weißt du? Noch ist nicht vorbei, aber vielleicht kommt ja noch einer. Ganz genau, positiv denken, dranbleiben. Du, 2 Fische können schon wieder alles ändern. Also noch nicht mal, du, 1 Fisch. Bleib einfach dran. Wieder danach dran geblieben, ne? Wer weiß wie wir. So, also positiv denken. Ach, ja. Ja, so ist halt Angeln. Von jetzt auf gleich kann alles anders sein. Wir haben jetzt kurz einen Spotwechsel gemacht, Spotswechsel. Und die Zeit ist gestoppt und ich nehme sie jetzt aber wieder auf. Also ihr habt noch 2 Stunden Zeit, alles zu ändern. Viel Glück, Chris. Ja, auch mal. Viel Erfolg. Alles Match. Geiles Match. Aber ja, total. Es ist sehr, sehr spannend. Ich finde das auch cool. Und es ist noch alles offen. Wer gewinnt? Habt ihr schon einen Kommentar abgegeben, wer ihr denkt, wer das Rennen macht? Thank you.
Was denkst du? Echt? Ja. Hier habe ich nicht mit dem Hecht gerechnet, ganz im Ernst. Oder es war eine Muschelbank, kann ja auch sein. Meine Güte. Das gibt's doch gar nicht. Beide ein Hänger. Was ist los? Knotet ihr so gerne? Wir müssen ja unsere Knotenfertigkeit ausüben. Das hat nicht lange gedauert, oder? Eine Minute maximal, zwei Hänger. Noch nicht mal, 30 Sekunden. Fingerfertigkeit 1A. So, jetzt auf Curfew gewechselt. Fire Tiger. Nächste Zander. Genau. Ah, der will nicht still liegen. Nee. 50. Alles klar. Petri. Danke. Oh. So, ja. 50er Zander. Du baust deine Führung aus. So, der zweite geht's. Wer hätte das nach der ersten Halbzeit gedacht? Daniel komplettiert als erster seine 5 Wertungsfische, während Chris auch an dieser Stelle bisher nichts gelingen will. Doch der Vorsprung ist alles andere als komfortabel. Ein großer Fisch oder zwei kleine würden Chris zur erneuten Führung reichen. Daniel braucht einen guten Zander oder eine zweite Fischart, um sein Ergebnis zu verbessern. Das gibt's doch gar nicht. Ey Daniel, hast du in der Pause Voodoo mit mir gemacht, oder? Hast du in der Pause Voodoo mit mir gemacht? Wer hat dir vorhin so komisch an deinen Haaren rumgefummelt? Ja. Kann sein, dass er dir da ein paar Haare geklaut hat. Das jetzt alles und eine Voodoo-Puppe gebaut hat. Alles geht schief gerade. Nein. Unfassbar. So, Daniel hat seine 5 Zander voll. Ja. Jetzt kriege ich die Seele für Grausamkeit zurück. Nein. Ja, aber es ist noch genügend Zeit. Wir haben noch 1 Stunde und 48 Minuten. Jetzt heißt es Nerven bewahren. Das ist wirklich für den Nerven. Richtig, ja. Ist hart, oder? Beim Wettkampf, diese Angespanntheit. Ja, das jetzt ist so bei mir einfach Fisch zu klein, Fisch ausgestiegen, Abriss, alles zusammen. Ja. So, los, Petrus, jetzt kann ich auch mal wieder ein bisschen Kuchen rüber schicken. Norbach hat bis jetzt ein bisschen Glück gebracht. Also bleibe ich dabei. So. Ready. Boah, die Rolle geht aber hier. Volle Wurfdistanz, kleine Fische eingestiegen, würde ich trotzdem gerne sehen. Eine Verbesserung. Ja. Ne, eine Brasse. Eine Brasse. Fehlt dir das extra Punkte? So, man sieht, Curfew fängt echt alles. Danke, Chris. Na, guck mal, da freut er sich jetzt. Also, danke, dass du so ein Lächeln gesehen hast.
Herr Brassen, schade, haben wir nicht gemessen. War eine kapitale Brassen. Der war auf jeden Fall eine kapitale. Ich hatte es mit Chris durchgesprochen, weil ich wollte schon auch sicherstellen, dass er das auch fair findet. Weil es natürlich, wir haben hier gute Tande gefangen, aber für die letzten 45 Minuten oder so kam kein Fisch mehr. Und tatsächlich, was wir beide brauchen, sind Hechte und Barsch. Würde uns beide helfen, um eigentlich einen sicheren Sieg zu bringen. Wenn einer von uns einen Hecht oder Barsch fangen könnte, würde das sehr viel verändern. Wäre 10 extra Punkte. Und ich kenne eine Stelle, wir waren tatsächlich morgen da vom Boot aus. Wir können da auch vom Ufer aus angeln. Und da ist immer die Chance auf ein großes Hecht oder ein großer Barsch. Haben wir mehrmals auch bewiesen vom Ufer aus. Und jetzt haben wir entschieden, da würden wir hingehen. Also wir machen beide jetzt unseren letzten Wurf. Und dann haben wir dann genau eine Stunde Zeit, um was zu regeln bei meiner letzten Stelle. Die war ganz heiß, ich hoffe, der nächste ist genauso heiß. Das wäre cool, ich hoffe es. Bist du damit einverstanden? Ja, hast du schon. Super. Okay. Das ist ein guter Spot, da kann ich gut mit leben. Ja. So, eigentlich darf ich denen ja gar nicht helfen, aber ich habe ihm seinen Köder wenigstens mal wiedergebracht. Guck mal, Chris. Mit Schnur. Hey, wo hast du mein Glück? Ein bisschen besser. Ich dachte, du schiebst mich jetzt rein. Los, letzter Wurf. Nee, mach ich. Letzter Wurf? Okay, dann habe ich auch einen letzten Wurf. So Leute, das war ganz gut. Sehr gute 2 Stunden. Aber leider immer noch sehr, sehr offen. 1 Stunde noch. Und natürlich extrem knapp. Ich brauche ein geiler Hecht oder ein geiler Barsch. Der letzte Spot für heute. Bringt Daniel den Vorsprung ins Ziel oder dreht Chris den Spieß noch einmal um? Ihm würde ein 76er Zander, ein 45er Barsch, ein 89er Hecht oder 2 mindestmaßige Fische reichen. In 1 Stunde Angelzeit an diesem Spot durchaus machbar. Ja. Okay, dann, wenn ihr fertig seid, okay? Ja. Okay, die Zeit läuft. Noch 1 Stunde und 8 Minuten. Wir haben jetzt den 3. Platzwechsel vollzogen. Die Jungs angeln auch schon. Das ist im Prinzip genau der gleiche Spot, wo wir heute Morgen schon vom Boot aus geangelt haben. Und wo der Christian einen dicken, dicken Follower hatte vom Hecht. Nicht wahr? Ja, der würde mir jetzt... Erinnerst du dich dran? Der würde mir jetzt helfen. Ja, und der Daniel hatte, glaube ich, einen Biss verkackt, ne? Ja, genau, ich erinnere mich. Gucken wir, ob der Hecht noch da ist und vielleicht noch beißen will. Was hast du denn für ein Gefühl? Weil wie geht's dir denn jetzt überhaupt? Heute Vormittag ging mir besser. Ja. Keine Ahnung, da fühlt man sich dann so ein bisschen vom Glück verlassen. Keine Ahnung, 6 Fehlbisse, wo heute Morgen jeder Biss saß. Also ganz komisch. Also, was hast du in der Mittagspause gemacht? Oder was hat Daniel in der Mittagspause gemacht? Ja, das habe ich mir gefragt. Er hat mich bestimmt verflucht. Der hat sich hingesetzt und mich verflucht. Keine Ganz Ahnung. Ehrlich, würde ich Daniel sogar zutrauen. Aber so ist halt Angeln. So gut wie es laufen kann, so schnell kann es laufen. Ganz ne, von total am Boden zu himmelhoch jauchzend. Also deswegen ist Angeln ja auch so geil. Ja. Und wir lieben diesen Scheiß halt einfach. Quälen uns da Stunden ans Wasser für den einen Moment. Genau. Ein bisschen Hoffnung habe ich, aber das Licht geht und das wird nicht leichter dadurch. Ja. Also, da muss die Glücksfee doch noch mal ihr Bestes geben. 1 Stunde hat sie noch Zeit vorbeizuschauen. Also ich habe mir jetzt hier vorne gestellt, die Jungs waren ganz nett und haben gesagt, ich darf neben die Angel, wenn ich nicht in ihre Schnur werfen. Ich denke, hier vorne raus hat man die meiste Chance auf einen Zander. Und wenn ich wirklich auf einen Hecht
fischen müsste sozusagen, dann würde man wahrscheinlich eher hier links rauswerfen. Da ist es ganz flach, aber solange es Christian noch nichts fängt, würde ich einfach probieren, irgendeinen Fisch hier weiter zu fangen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier rechts raus ein bisschen mehr Chance ist als links. Also links hat man wirklich nur eine Chance auf einen Hecht jetzt, glaube ich. Und es ist langsam ein bisschen dunkel. Wobei er hinter mir jetzt gerade einen Biss gehabt. Aber ich will natürlich nicht zu laut sagen, nicht, dass Chris das mitbekommt. Kann alles jetzt passieren. Ich bin sehr, sehr aufgeregt jetzt, muss ich sagen. Natürlich extrem viel Nerven jetzt, der allerletzte Stunde läuft. Und ein Fisch kann alles ändern. Ganz, ganz krass eigentlich. So, hoffentlich bringt mir der Köder jetzt nochmal Glück. Boah, mein Glück zurück endlich. Biss. Ja? Oh, das soll einfach nicht mehr sein. Das gibt's doch gar nicht. Nein! Das gibt's doch gar nicht. Einmal gut. Puh. Alter. Chris, hast du mich? So, die letzten 40 Sekunden brechen an und ihr fangt euch gegenseitig. Was ich ist denn hier? Ich bin raus. Es ist jetzt vorbei. Es ist vorbei? Es ist vorbei. Ja, Mann. Richtig geil. Also, ich habe es echt nicht gedacht. Oh, wo ist der Chrissy Boy? Ich kann gar nichts mehr sehen. Muss man sagen. Chrissy, Mann. What a battle. Oh ja. What a battle. Sieg hoch 10. Also, unfassbar. Richtig krass. Glückwunsch. Vielen Dank, es war ein geiler Tag. Du hast auch an wirklich gute Spots mit mir gefahren. War echt geil. Ich frage mich, was war denn heute Nacht bei der zweiten Hälfte passiert ist, dass da alles so schief gegangen ist. Aber tja, so ist halt Angeln. Ich hoffe, du holst jetzt wenigstens den Sieg. Ja? So, dass ich da wenigstens sagen kann, Mann. Du hast gegen den Gewinner verloren. Genau. Ja, ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir alles. Leg dich in Zeug, Mann. Ja. Mach ich. Und zieh die anderen ab. Danke. Sehr schön. Also, damit zielt Daniel weiter. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass unbedingt einen Kommentar da. Es war doch recht spannend, würde ich sagen. Auf dem Channel von Hecht und Barsch bist du ja schon für den Daniel antritt, aber du hast auch einen Channel. Savage Gear. Genau, da können die Leute vorbeischauen und schaut auch mal bei mir vorbei. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal am Wasser. Ciao Leute, bis dann. Bis bald. Was für eine Partie. Was zur Halbzeit nach einem echten Desaster für Daniel aussah, wurde zur wahrscheinlich spannendsten Aufholjagd der bisherigen YPC-Geschichte. Während Christian aus dem Turnier ausscheidet, zieht Daniel ins Viertelfinale ein und trifft dort auf seinen Wunschgegner Luis Mendez vom Big L Fishing Channel oder auf Titelverteidiger Dustin Schön. Am kommenden Sonntag seht ihr jedoch zunächst das Achtelfinale zwischen Herbert Ziereis und Enrico Di Ventura. Ihr solltet unbedingt den Kanal abonnieren und die Benachrichtigungsglocke aktivieren, um diese Knallerpartie auf keinen Fall zu verpassen.